Hallo, meine Damen und Herren. Was brauchst du, Herr Kalott? Willkommen zu der allerersten Episode unseres oder meines ersten Projektes. Genau. Das ist nämlich Jubo. Auf diesem Kanal. Und ja. Wir werden also ein bisschen Kaffee einpacken. Und der Plan ist erstmal eine Sitzteile herbeizuschaffen. Emulation kann weg. Was ist das hier? Also mit der Ingenieur kann das einfach zum Beispiel eine Sitzteile erstellen. Also okay, das nehmen wir mit. Genau. Das ist eigentlich ein Spiel, wo man im Zweiten Weltkrieg ein Typ 7C-U-Boot kommandiert. Was brauchst du, Herr Kalle? Schau mal. Das sieht ja sehr motiviert aus. Genau. Das ist an sich ein sehr cooles Spiel. Ich finde das echt interessant, echt super. Und ich frage mich, warum das alles gerade nicht verladen wurde. Falls jemand so schlau ist und das bitte in die Kommentare schreiben könnte, wäre das sehr gut. Wird wahrscheinlich sowieso niemand machen. Aber wäre gut, wenn das jemand machen würde. Ich wundere mich die ganze Zeit nämlich, wieso das immer. Was brauchst du, Herr Kalott? Schau mal. Meine Torpedos entfernt. Das frage ich mich wirklich. Ja, genau. Also, wir haben jetzt noch theoretisch hier im Hauptlager Sachen frei. Wir haben halt nicht mehr so viel Geld. Deshalb mache ich einfach nur noch das Gemüse voll. Nimm noch das Dosenbrot mit, ist halt nicht so geil, aber was will man machen? Schau mal. So, da können wir uns noch einen Verbandskasten leisten. Nee, vergiss es. Kein Verbandskasten mehr. Ja, ich weiß nicht, euch fragt, wieso ich das Brot immer so voll mit Lebensmitteln klatsche. Herr Kalloy. Ihr werdet es sehen, falls ihr jemals mal dieses Spiel, also falls ihr dieses Spiel spielt, werdet ihr es sehen. Es war, wenn ihr verhungert, weil ihr kein Essen dabei habt. Spätestens dann, zu diesem Zeitpunkt, werdet ihr so viel verdammtes Essen mitnehmen, dass ihr keinen Bock mehr habt, dass die Messerkunde nehmen. Zu Befehl! Nee, Wächter, vergiss das mal. Du gehst mal. Jawohl! Ja, mit den drei Altmetall gehst du mal hier hinten an die Werkbank ran und machst mal das Teil. So, dann sparen wir nämlich ein bisschen Geld. Das ist zu Anfang ein guter Tipp. Genau. Ich speichere das hier gerade nochmal ab. Das ist mein zweiter Stand, mit dem ich schon mal ein bisschen eingespielt habe. Genau, dann werden wir mal eben den Text. U96. Caps Lock. U96. YT. Stetigern wir mal. Genau. Gibt es eigentlich für Speichern eine Schnelltaste? Weiß ich nicht. Gucken wir uns mal die Befehle an, die der BDU uns hat. Viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Oh, diese Mission hasse ich. Die mache ich nie. Ja, ich glaube, du wirst es, ne? Bei Gibraltar ein bisschen durch die Gegend fahren ist echt gefährlich. Wir kriegen aber dann direkt einen Ansehenspunkt, das heißt, wir können uns direkt schon mal den sechsten Offizier kaufen. Den siebten Offizier, sag ich schon. Wir haben nicht mal sechs, sondern ich will schon einen siebten Offizier haben. Ja, genau. Deshalb, also, ihr habt ja Ansehenspunkte und die müssen wir halt auch eben gewinnen. Was brauchst du, Herr Kalloy? Zum Beispiel, ich will nur sicher gehen, dass wir alles parat haben. Ja, guck mal hier, alles gut. Genau, okay. Bei den, da kann man zum Beispiel hier, wenn man Hauptquartier ist, nee, nicht Hauptquartier, Führung war das. Führung, und da kann man hier zum Beispiel, wenn man einen sehr erfahrenen Seemann hat, kann man den zum Beispiel befördern. Dafür braucht man einen Ansehenspunkt. Oder man denkt sich, okay, ich bitte jetzt um Gefälligkeit, da brauche ich auch einen Punkt. Ne? Einfluss auf Oberkommando zum Beispiel, da kann ich zwei Sachen auf einmal forschen. Feierfahrt, dann kann ich hinfahren, wo ich will. Spezialisierung der Besatzung habe ich den sechsten Offizier und so weiter und so weiter. Ein sechster Offizier ist halt sehr praktisch, wenn man sich dann extrem viel spart. Wir machen uns das erstmal so, dass Klaus Graf zwei Leute bekommt, Hans-Jürgen Ostermann, der
Öldorf bekommt auch mal zwei. Hagenau bekommt immer ein und der Wächter. Nein, der Wächter war nicht der Hagenau. Genau. So, und so kann man sich dann seine Schichten gut einteilen und dann läuft der Hase. Genau. Eine Sache, die man nicht vergessen darf, hat der Wächter zwei Leute? Genau, es gibt ja noch so ein Kriegstagebuch, aber das ist jetzt mal irrelevant. Mannschaftsplan, Wächter 1, genau, super, okay. Dann würde ich sagen, Abfahrt. Legen Sie den Kurs an. So, wir gehen auf Tanks angeblasen, halber Fahrt. Schneller, schneller! Und insofern auf der Anfahrt nichts passiert, schneide ich die dann einfach raus. Wenn das auf der Anfahrt passiert, dann werdet ihr es natürlich erfahren. Aber andernfalls, ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir sind jetzt im Operationsgebiet. Wir funken das eben mal ganz schnell durch. Ich habe mir gedacht, wir fahren jetzt erstmal so in die Mitte hier rein. Kurs setzen. Guck mal, ob wir irgendwas sehen, was da lang schippert. Und dann gehen wir in unser Muster. Legen Sie den Kurs an. Unser Muster rein, dass wir halt diese 2.500 Kilometer, die wir abspulen müssen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ganze Länge, ey. Das ist richtig weit, 2.500 Kilometer. Zum Vergleich, das ist irgendwie. Ja, das könnte hinkommen. Von Kiel bis nach La Rochelle gefühlt. Naja, so viel nicht, aber von Wilhelmshaven bestimmt. Das ist schon sehr weit. 2.000 Kilometer. Ja. Alboranisches Meer. Mal gucken, vielleicht fahren wir mal ins Alboranische Meer. Wir müssen halt nur aufpassen wegen den Flugzeugen. Bis dahin würde ich dann schon gerne Funkmessgerät oder ähnliches haben. Seewache ist da, okay. Jetzt brauche ich weniger Angst haben. Ja, wir gucken mal. Also mein Plan ist, wir legen uns erstmal, wenn die Patrouillenkilometer abgefahren sind, legen wir uns hier auf die Lauer. Kurz vor Gibraltar und dann lassen wir unseren Akustiker mal horchen, der Herr Östermann, und dann soll der mal versuchen, feindliche Schiffe zu entdecken. Wenn der nichts hört, dann fahren wir hier hoch zur Westansteuerung und legen uns vor England hin, weil ist also der einzige Grund, wieso die Briten hier langfahren sollten, ist entweder um Gibraltar zu unterstützen oder eben nach Ägypten zu fahren. Und wenn sie nach Ägypten fahren, können sie einfach über Indien. Also, na gut, wenn sie halt Nachschub von Westen reinbringen müssen, müssen sie halt hier lang fahren. Ne? Aber das werden wir jetzt gleich sehen, je nachdem, wie viel Feindkontakt da ist. Also bei Gibraltar rechne ich schon mit erheblichem Feindkontakt. Aber auf diese Koordinaten. Alles, was jetzt nicht Gibraltar ist, denke ich, wird. Na, das ist mir dann doch ein bisschen zu weit. Das werde ich nicht fahren bis hier. Weil dann braucht er. Wenn ich der Flugplatz sind, mal kurz rüber gucken und wir sind aufgeklärt. Das wäre verdammt schlecht. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. So, Sekunde mal. Herr Kaloy? Du bist Funk Obermaat, genau. Gut, okay. Falsche Taste, Akustik. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, wenn die Patrouillenkilometer abgefahren sind und wir haben nichts gefunden, dann gucken wir mal. Dann hoffen Zeit wir. Für eine Pause. Hoffen wir mal, dass der BDU im uns Dienst. Was. Genau, sowas habe ich gewollt. Kapitän. Funker einholen. Bitte gib uns einen dicken Konvoi. Wir haben Informationen, dass das Frachtschiff Empire Lea wichtige Technologien geladen hat. Es muss um jeden Preis versenkt werden. Seine voraussichtliche Position ist diese dort. Okay. Gut, das ist der Moment, in dem man mal ganz kurz nachdenkt. Und zwar, wo fährt das hin? Nach Norden. Das heißt, schätzungsweise, gehen wir dahinter, mal so grob geschätzt in die Richtung. Das heißt, also den idealsten Anfahrtswinkel hat man immer, wenn man 90 Grad steht. Das heißt, wir werden mal gucken, wir gehen mal hier rüber. Ich schätze mal, die sind ganz schnell unterwegs. Das heißt, ich würde sagen, wir setzen uns so hier vorn hin.
Das wäre eine Idee. Dann gehen wir auf äußerste Kraft. Schneller, schneller! Und geben mal diese 500 Kilometer richtig Gummi. Zu Befehl. Wenn wir Glück haben, holen wir sie ein und können dann schon mal anfangen, fröhlich Kurse zu berechnen. Eine Wolfsrudelformation. Okay, es wird interessant. Wenn diese Wolfsrudelformation auf die Empire leer ist, wäre das noch besser. Wir werden den Angriff auf den Konvoi mit den Wolfsrudel-Taktik fortsetzen. Alle U-Boote in der Nähe werden aufgefordert, die Koordinaten 37, 34 Nord und 11, 55 Süd anzusteuern. Der Konvoi wird voraussichtlich 25. Januar 41 aus Richtung 10 Grad erwartet. Das heißt, da sollen wir uns sammeln. Ich würde sagen, wir haben Zeit bis wann? Jetzt muss ich das Funktelegramm wieder aufmachen. Dafür ist das Kriegstagebuch gut. Genau hier. 25. Januar, wie viel Zeit ist das? Ach nee, dann ist es eingegangen. Sekunde. Kriegstagebuch. Nee, das ist jetzt. Das ist zu spät gekommen. Okay, da fahren wir später mal hin. Das wird jetzt mal ganz kurz ignoriert. Wir bringen uns das erstmal schön in der Position, dass wir diesen Konvoi hier gebührend empfangen können. So, mal kurz hier halten. Kleine Fahrt. Sie gehen bitte mal an die Akustik. So, wenn der näher rankommt. Okay, also wir fahren mal in die Richtung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Diese Fahrt gefällt mir. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay, hier mal langsamer. Maschinenstopp. Periskoptiefe. Und wir lassen den mal fleißig alles vorwärmen, was wir haben. Ne, er geht auf Überwachung. Der Kommandant muss erstmal reinkommen und dann. Du musst ja die Ziellösung berechnen, genau. Ich stelle einen weniger, der kriegt zwei weniger und er kriegt gar keinen. Dann haben wir nämlich mal eine ausgelastete Besatzung. Wechseln auf E-Motor! Okay, wir sind nicht annähernd genug dran. Äußerste Kraft voraus. Schneller, schneller. Das sind noch 45 Kilometer, das hat man aus der großen Map-Sicht nicht gesehen. So, jetzt sind wir dabei, was zu tun. Okay, da kommt wahrscheinlich jetzt ein Wolfsrudel. Also, Wolfsrudel nicht, aber... zwei sind jetzt schon hier, das heißt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Wir sind auf jeden Fall. Legen Sie den dabei. Kurs. Sehr wohl, Herr Kaloy. Dürfen die jetzt genau seitlich anfahren. Das ist sehr gut. Knappe 10 Kilometer haben wir noch, das heißt, ich würde sagen, wir gehen gleich, wenn. Ja, gut, wir könnten jetzt theoretisch auch einfach stoppen und warten, bis die in Hydrofonreichweite kommen. Weil wenn wir stoppen, wir müssen erstmal hier das Licht auf Rot machen. Sehr wohl, es wird nämlich langsam dunkel. Wir müssen wissen, also rotes Licht verbessert die Sicht bei Dunkelheit. Weil das rote Licht halt augenschonender ist. Bestätigt. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz auf halbe Fahrt, dann wird die Hydrofonreichweite größer. Da sind sie, unsere Freunde. Legen Sie den Kopf. Alarm! Auf Gefechtsstation! So, wir gehen mal hier hoch. Okay. Wir bleiben auf großer Fahrt. Schneller. Müssen die halt einholen, ne? Hydrofonreichweite ist da. Das sind drei feindliche Schiffe. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. Die können wir sehr leicht weghauen. Schneller, ich würde schneller. Fast sagen, wir gehen mal kurz auf äußerste Kraft. Sehr wohl, Herr Kaloy. Langsam wird die Batterie halt knapp, ne? 50%, 3 Stunden können wir noch so rumfahren. Müssen wir, glaube ich, nicht mal mehr. Gut. Ja, dadurch, dass der Maschinist jetzt wieder schlafen gegangen ist, kriegen wir die wahrscheinlich gerade so nicht. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ach komm, Olderb, jetzt bist du echt schlafen gegangen. In so einer Situation, okay, mal kurz langsamer machen. Dann fang schon mal alle drei an zu rechnen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, Herr Kaloy. Dann fahren wir erstmal daneben her, würde ich sagen.
Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dadurch, dass wir sowieso keinen Sonar haben, können wir auch ein bisschen Lärm machen unter Wasser. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir berechnen erstmal die Kurse. Kapitän. 66% schon, sehr gut. Das ist ja groß. Empire Dune, das ist nicht das Schiff, was wir suchen. Aber es wird ein Opfer. Kurs setzen. Wir fahren denn einfach mal nach. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Ich denke mal, der Kurs ist jetzt fertig. Ja, genau. 98% ist mehr ausreichend. Top-Torpedo-Kurs berechnen. Ah, einen habe ich vergessen. Torpedo ausrichten. So. Also, gut. Die Maschine ist jetzt notwendig. Ah, ne, genau, Sekunde. Wir geben ihm mal kurz den Auftrag, sich hier zum Schrank zu begeben. Herr Kaloy. So, Sie gehen mal zu. Sehr wohl, Herr Kaloy. Trinken wir jetzt mal ein bisschen Kaffee. Wie sieht's aus? Besser. Sehr gut. So. Wir müssen jetzt nämlich mal ein ganz kleines Stückchen schneller verlegen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Okay, das wird kritisch mit der Batterie. Ich muss mich ausruhen. Wer muss sich ausruhen? Jawohl. Hold up schon wieder. Nee, ist der Mann. Herr Kaloy? Östermann? Also Sie kriegen auch ein bisschen Kaffee, ne? So, wieder auf Position bitte. Nicht bitte funken, wir wollen das hier in den Horschraum gehen. So, und der dritte im Bunde. Torpedokurs berechnen. So, ich würde sagen, was haben wir für eine Distanz zu denen? Das ist ein Kilometer, das ist eine sehr gute Feuerreichweite. Wir könnten jetzt theoretisch schnell machen. Oder wir machen es langsam. Ich bevorzuge langsam. Das heißt, Schrauben, Herr Kaloy. Oh nein. Zu Befehl. Okay, das ist ein freundliches U-Boot. Ich dachte schon, die haben Unterstützung geholt, weil Gibraltar ist nicht gerade weit weg. Das ist eine. Es ist um die Ecke. Also wenn die wollen, können die einfach einen Zerstörer bestellen. Der Zerstörer kommt dann und zerstört uns. Niedrige Disziplin, das passiert, wenn man zu lange taucht. Oder man schlechte Leute hat. Tanks anblasen! So, jetzt sind wir ganz. Wechseln auf Dieselmotor! Ganz kurz auf den Dieselmotor, damit wir ganz schnell. Die sehen uns jetzt. Das ist aber nicht schlimm. Ne, wir sehen sie, Verzeihung, die sehen uns nicht. Sonst hätten wir eine Sichtbarkeit hier unten bekommen, aber die geht jetzt wieder runter. Kurs auf diese Koordinaten genau, setzen. Dann ziehen wir hier vorne unsere Kreise. Legen Sie den Kurs an! Dann müssten wir hier schon tauchen gehen, dass das klappt. Ich versuche jetzt gerade nur noch mal ein bisschen Batteriekapazität rauszuholen, dass wir nicht mitten im Gefecht auftauchen müssen, weil die Batterie leer ist. Krieg ist unter Kontrolle, sehr gut. Wir haben Seebär bekommen. Das sind die, die sehr gut mit den Umständen auf dem Boot zurechtkommen. So müde. Ja, es ist halt der Hagenau müde. Das ist, macht aber nichts, weil wir die Kurse schon berechnet haben. Wir haben jetzt nochmal 32% Batteriekapazität. Auf Seerohrtiefe gehen! Wir gehen auf Periskoptiefe. Wir fahren weiter geradeaus. Diese Koordinaten setzen. Waschraum ist besetzt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Seerohrtiefe. So. Haben sich jetzt sehr schön aufgereiht. Auf Gefechtsstation. Das heißt, wir gehen auf kleine Fahrt. Der Hagenau und der Östermann kriegen nochmal eine Pulle Kaffee. So, Kapitän. Herr Kaloy. Östermann, kommen Sie mal zum Schrank. Gib jetzt ein bisschen Kaffee. Herr Kaloy. Mal kurz zum Schrank. Jawohl. Melde mich zum Dienst. Jetzt ein bisschen Kaffee. Ja, drei ist okay. An die Überwasser. Jawohl. An die Überwasserbeobachtung. Du gehst an die Ziellösung. Ah, der Kommandant ist auch wieder. Kommandant kriegt auch ein bisschen Kaffee. Zu Befehl. Ja, wie ihr merkt, bin ich ein großer Fan des Kaffee. Der bringt es wirklich. Oder man guckt einfach, dass die Besatzung einigermaßen fit ist, bevor man losfährt, aber das wäre zu langweilig. Okay, an die Akustik, an die Professorbeobachtung. Warum sitzt der Kommandant hier vorne? Ah gut, das muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, die haben sich aus irgendeinem Grund aufgefächert. Kurs auf diese Koordinaten. Torpedo ausrichten. Habe ich jetzt ausrichten. Nicht unbedingt ein Problem mit. Torpedokurs berechnen.
Torpedo ausrichten. So, wir haben. Kapitän. Ei, ei, Herr Kaloy. Herr Kaloy. Oh, Sekunde. Ach so, wir können da keine Kurse berechnen, weil die nicht in Sichtweite sind. Diese Koordinaten setzen. Richtig. Bestätigt. So, hab mich gerade schon gewundert. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Ich gehe gleich nur auf die kleine Fahrt, um das Boot zu stabilisieren. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, okay. 0% wieder. Herr Kaloy, Kapitän. Och, bitte nicht. Herr Kaloy. Oh, bitte nicht. Torpedokurs berechnen. Herr Kaloy. Kapitän. Legen Sie den Kurs. Jetzt kann ich wieder neben den herfahren. Ei, ei, Herr Kaloy. Ah, gut, egal, weiter dazu. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Ganz kurz. Ei, ei, Herr Kaloy. Ja, bitte. Kapitän. Jetzt fahren wir genauso schnell wie die. Der Batterie reicht dann so noch 2 Stunden, das ist gut. Torpedo, ausrichten. Herr Kaloy. Wir müssen im Prinzip nicht schneller werden. Wir können so 2 Stunden in den Herd fahren. Herr Kaloy. Nicht schon wieder. Jawohl. Okay. Kapitän, Herr Kaloy. Wir nehmen den Herd fahren. Der wird davor werden. Bestätigt. Müssen wir mal zum Maschinisten machen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Warum haben wir keinen Maschinisten? Herr Kaloy. Er ist leitender Ingenieur. Kapitän. Ah, er ist Maschinist. Okay, sehr gut. Das ist schon. Herr Kaloy. Ah, genau. So, und jetzt gehen wir wieder. Torpedokurs berechnen. So, wenn der berechnet ist. Herr Kaloy. Dann können wir anfangen, die Empire Lea. Die wird als erstes rausgeschossen, weil die das Ziel ist. Oder? Na gut, wir könnten jetzt als allererstes für die Empire Loon einschicken. Danach für die Lea und danach mit dem Rohr 5 auf Lark. Rohr 5 ist halt das Hecktorpedorohr. Ja, Batterie hält noch. Okay. Kapitän. Hagenau. Herr Kaloy. Kurs setzen. Zu Befehl. Gut, dann teilen wir die Zähler gleich ein in A, B und C. Und dann gucken wir uns das mal gleich an. So, das ist Ziel A, B, das ist Torpedo Ziel ausrichten. A, das ist Ziel. Torpedokurs berechnen. Torpedo ausrichten. C. So, mal ganz kurz. Die Empire Lea ist gerade genau vor uns. Entfernung 500 Meter. Diese Koordinaten setzen. Das heißt, die kriegt jetzt mal alle reingedrückt. Wir bewässern. Rohr 2, bewässern. Rohr 2. Rohr 2, fertig. Rohr 2 ist fertig. Ja, Rohr 2, würde ich sagen. Los. Los! Dann. Legen Sie den Kurs an. Große Fahrt. Jawohl. In diese Richtung. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ja, dreh mal bitte das Boot. 30 Sekunden. Ah, guck mal. Das müsste ein direkter Treffer sein. 20 Sekunden. Sein. 10 Sekunden bis Einschlag. Empire Lea. Von hier müsste der Sachen kommen. Oh ja! Treffer mit Schiffs. Deckbrand. Sehr gut. Die saufen ab. So. Rohr 5. Bewässern. Ah, dann würde ich sogar sagen, gehen wir auf 1 Meter Tiefe, weil das recht seicht ist. Bewässert. So, Rohr 5 los. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Ja, okay, jetzt gehen wir nochmal. 30 Sekunden. Auf große Fahrt. Zu Befehl. Batterie hält noch 2 Stunden. Kurs auf diese Koordinaten. Gehen dann auf ihn hier. Sehr wohl, Herr Kaloy. 20 Sekunden. Wo ist der Torpedo? 10 Sekunden bis Einschlag. Der müsste direkt hier vorne eindonnern. Hier in dem Bereich.
Treffer. Feuer an Deck. Schwere Schäden am Rumpf. Ja, Deckbrand. Die sind auch dem Untergang geweiht. Okay, zwei brennende Schiffe. Fehlt noch eins. Dann Rohr 3, bewässern. Das Schöne an denen ist halt, die kann man beschleunigen. Sie sinken. Die kann man wirklich beschleunigen. Die können bis zu Rohr 3 bewässert. 90, glaube ich, fahren. Also Kurs auf diese Koordinaten schwimmen setzen. Die Torpedos. Wir stellen jetzt mal auf 40 Knoten, das sind etwa 80 Kilometer pro Stunde. Schneller, schneller! Genau, okay, der ist noch nicht untergegangen, aber die Besatzung hat das Schiff verlassen. Zepp. Ja, der geht auch unter. Der Balken ist sehr weit unten. Hüllenbruch, sie sinken! Genau, der nächste versunken. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sekunde, an der Stelle würde ich nochmal kurz. Sehr wohl, Herr Kaloy. Rohr 2 geladen. Kurslösung runternehmen und für ihn hier das bewässerte Rohr wieder öffnen, weil das. Ah, das ist noch Rohr 3, okay. Bewässern! Das 4000 Registerton, da können wir auch mal auf 1,5 Meter gehen. Nur so schieße ich kein Torpedo, weil, bestätigt. Rohr 3 bewässert. Ja, das fängt doch an zu zacken, das sieht man, da zackt. Rohr 5 geladen. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. So. Kleine Fahrt. Rohr 3. Da können wir sogar ein bisschen schneller stellen. Ah, können wir. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Äußerste Kraft zurück. 30 Sekunden. Torpedoversager. Ach, Scheiße! Schneller, schneller! Okay, ja, langsame Fahrt zurück. Okay, er fährt vor uns weg. Rohr 1 bewässern! Ja, Rohr 1 bewässert. Rohr 1 bewässert. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Nacken hoch. 10 Sekunden bis Einschlag. Nacken hoch. Jawohl! Da war Mitschiff. Mitschiffs. Deckbrand, den hat's auch erwischt. Wir warten, bis er untergegangen ist. Oh ja, der läuft voll. Gute Arbeit. Wenn der untergegangen ist, Tanks anblasen und dann. Ja, kann man schon mal die Kursbestimmung machen. So, kann man da etwas vorne. Der ist bereit für eine Ruhepause. Da springt das Ganze kurz hier ein bisschen. Die Besatzung hat das Schiff verlassen. Höhlenbruch, sie sinken. Tschüss. Tanks anblasen. Maschinen halt. Schneller, schneller! So, auf Meeresgrund. Wechseln auf Dieselmotoren. Sinken müssen wir nicht so gucken. So. Rohr 1 geladen. Wir laden jetzt die ganzen Rohre nochmal durch. Können jetzt normale Licht anmachen, die Kompressoren anschmeißen, die Lenzpumpe anschmeißen. Genau, und an der Stelle würde ich das heutige Video auch erstmal beenden. Aber wir funken noch einmal ganz schnell durch. Ah ne, warum habe ich jetzt den Maschinisten ans Funkgerät geschickt? Ah, Hans-Jürgen Meser. Genau, jetzt melden wir die ganzen Versenkungen schon mal. Dann kriegen wir auch mal ein bisschen Geld. Sehr gut, 9000. Genau, und dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich mache ja schon mal meine Kritzeleien hier weg. Und nächste Folge werden wir uns dann diesem Wolfsrudel hier unten anschließen und dann mal gucken, was da passiert. Genau. David Peters. Unser Torpedomat. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Kurs setzen. Und bestätigt. Würde sagen, schneller, schneller. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, schneller, schneller. Wenn U96 wieder auf Jagd geht. Rohr 3 geladen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.